Hallo Krebs, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Krebs. Hinteren Deck, die Karte der Turm. Nummer 16, Krebs. Die Karte der Turm, es spricht für, sehr stark für Veränderungen. Also Veränderungen in dem Fall hier, wir sehen ja einen Eigentum. Ja? In manchen Fällen, wenn ich dir ehrlich bin, gerade mit diesen anderen drei Karten hier auf dem Tisch, Krebs, sehe ich schon einen Umzug. Ja? Also ich könnte hier wirklich auch mit einem Umzug für dich zu tun haben. Es muss natürlich nicht für allen Krebs reden, aber ich sehe hier eine klare Veränderung. Etwas verändert sich. Es gibt sogar in manchen Fällen eine Übergangsphase hier. Eine Übergangsphase, Krebs. Und warum ich das so sehr betone, ist, weil es so deutlich ist. Extrem deutlich ist. Das kommt natürlich jetzt nach einer wichtigen Entscheidung. Erstmal gab es hier eine gewisse Blockade, sehe ich hier bei dir, eine gewisse Blockade oder eine Entscheidung, die man treffen sollte. Und so eine Situation gibt es hier. Aber doch, ich sehe hier eine Reise irgendwie. Aber es ist eine Veränderung dabei verbunden. Es gibt hier eine Veränderung in dieser Energie zu spüren. Ja, also. Es ist schon eine Reise hier zu sehen. Die Veränderungen sind da. Drei der Schwerter, Krebs. Drei der Schwerter und die Karte der Turm. Für eine Gruppe gibt es ja eine Trennung. Eine Trennung. Und diese Trennung kann mit der Arbeit zu tun haben. Ja, es könnte mit einer Situation, einem Verhältnis, was mit der Arbeit ist, mit einer Person, es muss nicht immer mit einem Wunschpartner zu tun haben. Oder mit einem, ja, es muss nicht immer. Also wir müssen jeder für sich schauen. Es gibt hier schon einen Schmerz zu spüren, Krebs. Es gibt hier schon einen Schmerz. In manchen Fällen sogar mit einem Verlust. Kann mit einem Verlust zu tun haben. Wir schauen. Wir schauen zusammen. Krebs, Augenblick. Meine Katze, glaube ich. Also ich spüre hier bei dir, Krebs, eine Befreiung. So einfach sage ich dir das. Es gibt hier ein Gefühl von Befreiung. Unabhängig, was das jetzt für dich heißen würde, also wie das für dich jetzt, weil du weißt ja, die Situationen sind unendlich verschieden. Unendlich verschieden. Das heißt, diese Befreiung hier für dich, es ist egal, ob das in der Familie ist, Arbeit oder mit einer anderen Situation, aber ich spüre hier bei dir eine Befreiung. Ich verlasse eine Situation. Ich verlasse eine Blockade hier, ein Gefühl von, ich kann mich nicht entscheiden, ich kann mich nicht befreien. Es gibt hier eine Befreiung. Einen Loslassen. Es ist kompliziert, ja. Also niemand hat gesagt, es wäre einfach. Veränderungen sind immer kompliziert, immer. Also eine Veränderung ist immer mit Schmerz verbunden. Es gibt keine Veränderung, die ohne Schmerz verbunden ist. Ja? Die sind immer wieder Proben für uns. Ja? Also wir sind ja in einer Schule und wir sind am Lernen. Es gibt hier schon einen Schmerz, wie gesagt. Und in manchen Fällen rede ich über einen Verlust.
Einen Verlust meine ich jetzt einer Person, die auch gestorben ist. Aber das wird nicht nächste Woche geschehen. Das ist bereits passiert. Das ist bereits geschehen. In manchen Fällen. Und diese Veränderungen sind hier zu sehen. Ne? Ja. Ja, ich spüre hier eine Befreiung. Ziemlich interessant. Weißt du warum? Ich habe selbst Karten gebastelt jetzt, Krebs. Ja, so Karten jetzt selbst gebastelt. Und hinter dem Deck kam für dich diese Person. Eine Person, wie du siehst, die fühlt sich frei. Die hat sich befreit tatsächlich. Es gibt hier ein Gefühl, wie gesagt, vom Freisein. Sich frei fühlen. Das ist, was ich hier bei dir spüre. Unabhängig, was das jetzt heißt für dich, weil das kann mit Arbeit zu tun haben und so weiter. Ich möchte mich nicht ständig wiederholen, aber tatsächlich ist das so. Es gibt diese Situation hier. Ja. Das ist das, was ich hier sehe. Für eine andere Gruppe gibt es hier eine Situation, kommt ans Licht und das hat mit einer dritten Person zu tun. Tatsächlich. Tatsächlich. Sechste Schwerter. Starke Legung. Starke Legung. Schau mal bitte, hinter dem Deck habe ich die Karte Das Gericht. Das Gericht ist eine Karte, die sehr viel mit Karma verbunden ist. Ja? Also, und nochmals eine Klarheit. Ich rede die ganze Zeit gerade hier über eine Wahrheit, die ans Licht kommt. Und das ist das Gefühl, was ich auch habe, Krebs. Denn mit drei der Schwerter und die Karte der Turm, es gibt etwas hier Abruptes, unerwartet. In manchen Fällen erwartest du tatsächlich diese Situation gar nicht. Es fühlt sich irgendwie zu sehr schnell, plötzlich, abrupt, wie gesagt, ja. Und das kann natürlich mit einer Kommunikation zu tun haben oder etwas, was man erfährt. Nochmals rede ich hier. Ja. Schau mal jetzt, Krebs, bei dir. In der Mitte habe ich drei der Kelche. Drei der Kelche, drei der Schwerter. Du siehst ja, die Nummer drei wiederholt sich oft das bei dir. Die Nummer drei der Kelche in der Mitte. Aber schau mal, was ich hier habe. Krebs, deine Legung ist natürlich sehr interessant. Schau mal bitte jetzt. Sechste Schwerter, drei der Kelchen, sechs der Schwerter. Die Nummer sechs, sechs, ist hier gerade präsent, sehr deutlich. Ich spüre hier eine ziemlich komplizierte Situation. Sehr, sehr kompliziert. Und wirklich kompliziert. Und jede Situation ist ja natürlich ganz anders, und, aber ich sehe mehrere Beteiligten hier. Also das sieht man schon. Aber was ich auch sehe, ist eine Situation, die man verlässt. Also ich verlasse diese komplizierte Situation hier. Sechste Schwerter spricht ja für eine Übergangsphase. Und diese Übergangsphase sehe ich hier sehr sogar, sehr präsent. Ja? Weil schau mal, Krebs, ich habe sechste Schwerter und die Karte der Narr. Die Karte der Narr ist ja Nummer 0. Ja, bei dir kam nämlich, ich weiß nicht, ob ich dir das gezeigt habe, jetzt wo ich drauf komme. Also ich habe bei dir die Nummer 2 der Schwerter, die Karte der Narr und 6 der Schwerter. 2 der Schwerter, die Karte der Narr und 6 der Schwerter. Ich verlasse, also das Gefühl hier praktisch ist, ich verlasse eine Situation. Ich verlasse eine Situation.
Wie kompliziert ist? Mehrere Beteiligten sind hier, weil du siehst ja, die Nummer 3 der Kirche ist in der Mitte und das kann perfekt mit einer familiären Situation zu tun haben. Ja, also, und es ist verschieden, aber ich spüre hier diese komplizierte Situation bei dir, die man verlassen möchte. Also Krebs, in manchen Fällen rede ich hier tatsächlich über eine dritte Person oder über eine Dreierbeziehung. Es kommt drauf an. Schau mal jetzt. Also, ich habe hier einen König der Kelche. König der Kelche spricht sehr viel für Sternzeichen Skorpion. Krebs wie du und Fische ist auch auf dem Tisch. Ja. Und die Karte der Narr. Drei der Kelche und die Karte der Narr. Irgendwie hätte ich gerade das Gefühl von einer Person, die nicht unbedingt zu sehr verantwortlich ist. Ja? Einer Person, die nicht unbedingt zu sehr verantwortlich ist. Die manche Handlungen macht, ob die Person in manchen Fällen, wenn diese Person zum Beispiel jetzt verheiratet ist oder verheiratet wäre, ich sehe hier eine dritte Person. Die Person zeigt sich aber ledig, so ungefähr frei. Die Person zeigt sich frei, aber in Wirklichkeit hätten wir hier eine dritte Person. Das Gefühl ist da, sehr stark sogar. Sehr stark. Für eine Gruppe sehe ich hier sogar eine Einladung, dass man sagt, es gibt hier eine Einladung, was mit einem Freund eine, ja, zu tun hat. Eine Einladung. Ja, und diese Einladung ist aber auch gleichzeitig mit einer Reise verbunden, weil ich sehe hier eine Reise. Es gibt hier eine abrupte, schnelle Kommunikation oder so eine Situation. Wie gesagt, ich könnte hier mit einer Einladung zu tun haben. Diese Einladung ist mit dieser Reise verbunden. In manchen Fällen gibt es hier eine geografische Distanz. Ich habe zweimal sechste Schwerter. Ist nur interessant, gerade. Krebs, ich meine, ich habe schon eine interessante Energie hier. Schwerter, also Sternzeichen, Wassermann, Waage, Zwilling. Sternzeichen Waage bei dir sehr präsent, habe ich gesagt, Zwilling und Wassermann. Auf den Würfeln kam Sternzeichen wieder. Sternzeichen wieder und die Nummer 6. Die Nummer 6, du siehst ja Krebs, zeigt sich bei dir oft das. Die Nummer 6, 6, 6 und spricht für den Monat Juni. Da, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ja? Im Juni. Es gibt hier diesen Balance zu spüren mit der Nummer 6. Spricht auch für die Karte die Liebende. Die Liebenden, Sternzeichen Zwilling. Ja? Und eine wichtige Entscheidung auf jeden Fall. Also es gibt schon hier so eine Situation. Und schau mal. Die Gedanken sind hier sehr präsent. Eine Person kann nicht gut schlafen vom lauter Gedanken. Eine Person möchte einen Treff, eine Einladung, also eine Person möchte sich in manchen Fällen mit einem Freund treffen. Mit einem Freund, eine Freundin treffen. Ja? Aber die Gedanken sind hier sehr, sehr stark. Und ich sehe auch eine Person, die sich auf eine Defensive stellte. Eine Person ist hier, ich habe hier mit einer sehr kalten und mentalen Energie zu tun. Wie gesagt, Krebs, also Luftelement hier sehr präsent. Haben wir ja gerade gesehen, Sternzeichen Waage, Zwilling, sehr sogar auch und Wassermann. Sternzeichen wieder. Sehr präsent sogar, Sternzeichen wieder. Aber Fische, Skorpion und Krebs, wie du, nämlich auch. Ich sehe hier irgendwie eine komplizierte Sache, weil zweimal sechste Schwerter deutet schon eine komplizierte Situation und zweite Schwerter. Zweite Schwerter, neunte Schwerter, sechste Schwerter.
So ein Gefühl, also schau mal, nur Schwertern, nur Schwertern. Also die Gedanken sind bei dir sehr, sehr präsent. Das Gefühl ist, man kann nicht mal gut schlafen. Vom lauter Denken, wie ich vorher gesagt habe. Man möchte in manchen Fällen doch hier eine Handlung machen. Aber ist man hier blockiert über Sozialnetze? Gibt es hier eine Blockade über Sozialnetze und man kann sich. Tja, man weiß, ich würde gerne eine Handlung machen, mache ich aber nicht, weil eine Blockade gibt. Es gibt hier eine Blockade. Oder ist jemand hier krank? Gibt es hier, ist eine Person hier krank tatsächlich? Die Sache ist, man kann hier eine bestimmte Situation nicht so richtig sehen. Das wäre das Gefühl. Ich kann eine bestimmte Sache kann ich hier nicht sehen oder übersehe ich. Ja, ich würde gerne in manchen Fällen doch eine Handlung machen. Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Ich muss hier doch eine Entscheidung treffen, aber ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Denn wenn das jetzt Arbeit für dich ist, Krebs, also in manchen Fällen musst du sogar hier eine Reise machen, wegen der Arbeit, wenn das sogar Arbeit für dich ist. Wenn das eine Person ist, es gibt hier schon eine, so eine Situation von einer Reise. Das ist das Gefühl. Also, ich habe gemischte Gefühle, ich weiß nicht, ob du es merkst. Ne? Ich habe bei dir gerade gemischte Gefühle, weil ich kann nicht so richtig sehen, woran sich handelt hier. Es kann mit der Arbeit zu tun haben, aber es könnte natürlich auch mit einer Person zu tun haben. Ich habe zu viele Schwerter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Karten mit Schwerter. Also, dieses Luftelement ist bei dir stark präsent, Krebs. In manchen Fällen ist das für dich, sprich diese Energie für dich. Du, diese Gedanken sind bei dir da, sehr, sehr präsent. Du bist sehr stark am Nachdenken über etwas, was du machen möchtest, und du bist dir nicht sicher. Oder du vermutest etwas, also in manchen Fällen vermutest du etwas, und du willst die Wahrheit nicht sehen, Krebs. Also, du spürst etwas, du vermutest etwas, aber man will sich mit der Wahrheit nicht konfrontieren. Augenblick bitte. Interessant. Ziemlich. Wow, qué fuerte, oder? Das ist ja nicht normal, oder? Krebs, es kam das Gleiche. Es kam gerade das Gleiche, was wir auf dem Tisch haben. Zweite Schwerter wiederholt sich. Es gibt hier eine Situation, die entweder du nicht so richtig sehen kannst, du vermutest etwas, aber du bist gerade mit der Intuition nicht verbunden. Es gibt hier diese Verbindung manchmal nicht mit der Intuition. Du weißt ja, Wasserelement sind oft, also sind sehr intuitiv. Aber nicht immer, weil nicht immer ist man mit dieser Intuition, mit diesem Universum in verbunden. Also es gibt hier eine Situation, die du nicht so richtig sehen kannst. Etwas, was du nicht weißt. Etwas weißt du hier nicht. In manchen Fällen, du vermutest es aber. Aber wie das immer so ist, man möchte sich mit der Wahrheit nicht konfrontieren. Und deswegen, es gibt diese Blockade. Diese Blockade zeigt sich bei dir zweimal. Wir reden schon über Zeit, also sehr lang jetzt. Also es ist nicht so, dass eine Sache, die jetzt, nee, also ich sehe hier eine Situation bei dir, die schon sehr lang in der Zeit geht. Wirklich sehr lang in der Zeit. Du machst dir schon viele Gedanken hier über eine bestimmte Situation. Es hat mit mehreren Menschen zu tun. Ich sehe nicht, dass das nur mit einer Person zu tun hat. Es hat mit mehreren Personen zu tun. Und
Das Gefühl wäre, wie du gesehen hast, das Gefühl wäre diese Befreiung. Also diese Frau fühlt sich frei. Und das haben wir nämlich auch hier mit der Karte der Narr. Schau mal, beide Karten, schau mal bitte beide Karten, Krebs, haben die Ärmel hoch. Beide Karten und beide Decks haben die eine mit der anderen gar nichts zu tun. Und es gibt hier eine klare Synchronisierung. Natürlich, es kommt jetzt darauf an, was, wie deine Situation ist und wie das hier für dich spricht. Aber du merkst ja, beide Menschen hier, beide Energien fühlen sich frei, befreit. Diese Befreiung sehe ich hier. Diese Befreiung sehe ich hier, weil schau mal jetzt bitte. Ich wollte die Karte 6 der Schwerter erklären und kam die Karte der Turm nochmals, nochmals und 5 der Schwerter. Also, Krebs, es gibt hier eine dubiose Situation bei dir. Eine ziemlich dubiose Situation. Ja. Eine ziemlich dubiose Situation. Es kann hier nochmals mit einem Eigentum zu tun haben. Du siehst ja, ein Eigentum wiederholt sich oft das bei dir. Es kann natürlich mit der Familie zu tun haben, eine familiäre Situation. Wenn das so ist, du weißt, dass du hier entweder nicht vertrauen kannst oder hier haben wir mit Lügen zu tun, mit Strategie, mit Spion. Eine Person, die sogar spioniert. Und du willst diese Situation verlassen. Du willst eine bestimmte Situation, Krebs, in deinem Leben. Ich weiß nicht, was das ist, weil die Situationen sind verschieden, aber du möchtest eine bestimmte Situation verlassen. Eine bestimmte Situation möchtest du verlassen. Für eine Gruppe sehe ich hier einen Umzug. Du möchtest wirklich da raus, du möchtest da ausziehen. Du möchtest tatsächlich dich befreien, dich frei fühlen. Du möchtest dich von der Situation hier trennen. Am liebsten Haus verkaufen und weg. Das ist das Gefühl. Am liebsten Haus verkaufen und weg daraus. Es gibt eine dubiose Energie hier. Momentan bei vielen. Ne? Für eine Gruppe spüre ich sehr stark eine klare familiäre Situation ist hier. Ich habe zweimal die Karte der Turm. Wir reden hier über einem Haus, das Zuhause, ein Gebäude. Die Nummer 3 wiederholt sich auch oft das. Nochmals, in manchen Fällen tatsächlich Krebs. Ja? Also man erfährt hier etwas. Es kommt hier eine Information, bekommt man, die ziemlich enttäuschend sich fühlt. Also ich spüre hier, schau mal, 3 der Schwerter, 3 der Schwerter. Die Karte der Turm wiederholt sich zweimal. Keine Ahnung, was das, wie deine Situation ist, Krebs. Ja? Also 3 der Schwerter, 3 der Schwerter, die Karte der Turm, die Karte der Turm. Es gibt hier, die Karten wiederholen sich. 6 der Schwerter, 6 der Schwerter. Es ist eine Bestätigung hier. Ja, so ungefähr. Raus hier. Ja, besser gleich als morgen. Besser gleich als morgen. Weil, wie gesagt, ich sehe hier etwas, was man erfährt. Man erfährt hier etwas. Und in manchen Fällen, man vermutet hier etwas auch. Es gibt hier eine Blockade. Also schau mal, Krebs, ich habe dir gesagt, ich habe selbst so ein paar Karten selbst gebastelt. Ja, ich habe dir das hier gezeigt, aber die noch für dich gekommen sind, zeige ich dir gleich. Ist nur interessant halt. Es kam nämlich diese Karte hier. Du siehst einen jüngeren Mann, also eine Person, ein Mann. Danach kommen diese hier. Also man sieht eine Person, die im Garten arbeitet oder Gärtner ist. Irgendwie dieses Landarbeit ist hier zu sehen. Ja.
Ich weiß nicht, ob dir das hier was sagt, ob hier eine Verbindung für dich gibt, ob das für dich überhaupt was sagt. Ja, also eine Person, die wirklich Gärtner ist, sehr viel arbeitet, im Land arbeitet. Ja, so eine Energie gibt es hier. Und dann so eine Person, eine Frau. Ja, so Mittelalter, also, und du siehst ja, diese Person, die ich hier habe, fühlt sich natürlich ausgeglichen. Ich habe hier eine Person, die sich ausgeglichen fühlt, frei fühlt. Ja, du siehst ja, ich habe hier eine Person, die so, ja, um die 40, 50 sein kann. Oder eine alte Seele, die etwas jüngerer aussieht. Weil wir wissen ja, alte Seelen, oft entsprechen nicht das Alter, was die haben. Ja? In manchen Fällen habe ich eine Person mit 70 Jahren alt und sieht wie 50-Jährige aus. Ja? Weil die Person spricht nicht diesen Alter, sondern viel jüngerer. Das ist, was wir hier haben. Ich meine, interessant ist die Karte vom Garten oder vom Gärtner. Also, ich weiß nicht, ob hier eine Verbindung für dich ist, ob du auch so einen Garten hast und dich viel drum beschäftigst und ja, so eine Situation ist hier. Ja, Krebs, ich finde deine Energie interessant, interessant. Ich muss dir tatsächlich sagen, ich habe zu sehr viele Schwerter, in manchen Fällen zu sehr viele sogar, für meinen Geschmack. Und nicht nur das, sondern nicht unbedingt die besten Schwerter. Ich habe ziemlich komplizierte Schwerter auf dem Tisch. Klar kenne ich deine Situation nicht. Von da aus, nur du weißt, was das heißt für dich. Aber dass ich hier mit einem klaren Treubruch zu tun habe, für eine andere Gruppe gibt es eine klare Treulosigkeit mit einer dritten Person. Ich sehe hier sogar Menschen, die lügen. Also Achtung hier, es gibt hier eine Situation von Lügen und sowas. Also, Krebs, eine komplizierte Energie. Ich werde dir nicht was anderes sagen, ne? Ich sehe hier eine ziemlich komplizierte Energie. Ist das für dich eine familiäre Situation? Ja. Eine Person, die immer wieder kommt in deinem Leben? Eine Person, die es nicht locker lässt? Immer wieder kommt? Eine Person, die wirklich so verrückte Handlungen macht, so ungefähr, jetzt bin ich wieder da oder so ungefähr, ja. Eine Person, die spioniert, Krebs, also hier habe ich auch eine Person, die spioniert. Und ja, natürlich, das spricht hier für die Vergangenheit deutlich. Also ich sehe hier nicht, ich könnte mir schon denken, dass man hier was Neues und Gesundes sucht. Ich spüre hier schon eine neue Situation für dich, ja. Aber, dass du hier mit einer ganz dubiosen Situation zu tun hast, was in manchen Fällen mit mehreren Personen sogar zu tun hat. Eine Situation, die man hier nicht vertrauen kann. Und der Turm zweimal, also das Universum sagt mittlerweile Schluss mit dem hier, also mit dem, was es gab, Schluss hier. Ich sehe hier diese Situation, ich sehe hier Lügen. Ich sehe hier Lügen. Und ja, ich denke wirklich, du verlässt hier, du gehst. Wohin, weiß ich nicht. Ja? Aber es gibt hier eine klare Übergangsphase. Ja? Eine klare Übergangsphase, Krebs. Und nochmals, das könnte sogar mit einem Umzug zu tun haben für eine Gruppe. Ja, diese Situation sehe ich hier. Diese Situation sehe ich hier. Ja, diese Situation sehe ich hier. Und ja, ich sehe eine Reise, deutlich klar. Ich sehe so eine Situation. Krebs,
Krebs, du merkst ja, ich bin ohne Worte mit dieser Energie mal. Genau das Gleiche habe ich bei Sternzeichen Skorpion auch gespürt. Also ich meine, war anders, aber auch so ein Gefühl gehabt von eine komische Energie. Und wie gesagt, bei Sternzeichen Skorpion nämlich auch. Aber bei dir hier ist es sehr, sehr stark zu spüren hier. Dass ich hier mit dieser Reise zu tun habe, ja, das sehe ich. In manchen Fällen fliegst du im Urlaub oder machst du Urlaub. Es könnte möglich sein, dass du hier auch einen Urlaub machst. Aber man will hier was bewirken auch. Es gibt hier eine Handlung und man bewirkt hier etwas. Es gibt hier so eine Situation. Ich sehe hier eine Person, die Entscheidungen trifft, tatsächlich. Ich sehe hier klare Entscheidungen. Klare Entscheidungen. Krebs, ich weiß nicht, wie du hier in Resonanz kommst. Aber du hast gesehen, ich hatte auch die Karte das Gericht hier. Das Gericht, zweite Schwerter. Also ich sehe hier eine Trennung. Eine Trennung mit einem Partner oder eine Trennung mit der Arbeit, eine Trennung. Es ist verschieden. Ich habe hier gemischte Gefühle, weil ich habe zu sehr viele Schwerter, wie ich dir gesagt habe. Und es ist nicht deutlich, aber ich sehe hier eine komplizierte Sache. Man möchte hier was Neues. Man möchte hier einen neuen Vertrag, eine neue Firma, man möchte ein neues Zuhause, was Neues. Ich möchte hier was Neues, ich möchte hier einen neuen Zyklus anfangen. Ich habe es satt vom lauter Zweifeln, ich habe es satt vom lauter Lügen, Treulosigkeit, ich habe es satt vom lauter solche Situationen. Ich setze Grenze und ich möchte hier was Neues. Ich möchte hier was Neues und dementsprechend handle ich jetzt, ja. Also, genau. Die Energie ist nicht schnell. Nein, in manchen Fällen nicht. Aber früher oder später, das ist eine Sache, die man hier sieht, ja. Also, diesen kleinen Kopf ist hier zu spüren, was man möchte. Ich habe einen klaren Kopf. Ich weiß, was ich möchte und was ich auch nicht mehr möchte. Also, und diese Situationen hier möchte ich in meinem Leben nicht mehr. Es gibt diese Übergangsphase bei dir, Krebs. Du wirst mir schon sagen, die Energie zeigt sich nämlich so. Die Energie zeigt sich nämlich so, Krebs. Ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und bis bald. Tschüss.